Im Juli 2008 war es soweit. Die Mittelmeerunion wurde geboren. Der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy sah sich damals als Gründer eines neuen Friedensprojektes. Syrien und der Libanon kündigten die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen auf und Israel sah den Friedensprozess mit den Palästinensern so nahe vor dem Erfolg wie noch nie. 5 Jahre später hat sich die Lage doch etwas geändert. Die Staats- und Regierungschefs sind kaum mehr zu hören. Die Parlamente scheinen die Arbeit übernommen zu haben. Diese Woche treffen sich die Abgeordnete dieses Forums im Europaparlament wieder, um über die Mittelmeerunion zu sprechen. Was sich nach dem arabischen Frühling tatsächlich geändert hat und wie es um diese Mittelmeerunion steht, möchte ich heute von meinem Gast wissen. Andreas Schwab, schönen guten Tag und willkommen. Ich habe noch so ein paar Fragen. Eine Minute lang geht es nur um die eine Antwort, ja oder nein. Andreas Schwab, hat der arabische Frühling den Sinn der Mittelmeerunion verändert? Nein, aber ihre demokratische Grundlage. Hat sie. Ist es heute schwieriger, mit muslimischen Staaten zu verhandeln als früher mit Diktaturen, sagen wir es mal so? Nein. Geht es bei der Mittelmeerunion auch darum, die Länder im Süden so stark zu machen, dass die Auswanderung nach Europa gestoppt wird? Ist das vielleicht auch der Hintergrund? Das ist ein Gedanke, ja. Sie gelten im Europaparlament als großer Beschützer der Verbraucher. Sind diese tatsächlich heute gut geschützt, Ihrer Ansicht nach? Im Prinzip ja. Aber es gibt noch einiges zu tun? Es gibt immer noch etwas zu tun, weil auch die Umsetzung bei den Mitgliedstaaten natürlich am Schluss entscheidet. Auch im Internet? Auch im Internet. Sie gelten auch als großer Verfechter der deutsch-französischen Freundschaft. Ist das deutsch-französische Paar tatsächlich noch so stark wie früher? Es kommt darauf an, was Sie mit früher meinen. Aber natürlich ist im Europa der 27, bald 28 Deutschland und Frankreich immer kleiner. Okay, ich habe kaum noch Zeit. Die letzte Frage gleich. Haben Sie diese Woche Geburtstag? Ja. Dann mal alles Gute zum Geburtstag. Bevor wir jetzt gleich mal zur Mittelmeerunion kommen, noch mal ganz kurz einen Wochenüberblick zusammengestellt von meiner Kollegin Mariam Saidi auf Englisch. Bitte. Parliamentary presidents from across the Euromed region promised political change and action on the economic crisis at the relaunch of the Union for the Mediterranean last week in Marseille. Members from the 47 countries of the Union will now meet in Brussels on Thursday and Friday. Security and the environment will be on the agenda. The summit will also be a chance to help steer policy and democratization in the wake of the Arab Spring. Under the umbrella of enhanced cooperation, 11 member states have signed up to a new financial transaction tax. Under EU estimates, the FTT could raise between 30 to 35 billion euros, money which could be put back into the EU's economy or be used for development aid. Supporters of the FTT hail it as a tax that could benefit the poor, but critics say it's damaging for Europe's economy. The UK has made the argument that non-participating states could also indirectly be caught by the tax if there's an exchange with one of the 11 participating states. On Thursday, Parliament's Econ Committee will debate the draft report on the FTT, and MEPs should put it to a vote at the plenary in July. The Sahel is one of the poorest regions of the world. The conflict in Mali and the breakaway state of Azawad, which has the potential to become an Al-Qaeda safe haven, have made the mandate of the UN Special Envoy to the Sahel region, Romano Prodi, ever more complex. Mr. Prodi, the former president of the Commission, took part in a debate with MEPs from the Foreign Affairs Committee on Monday, where he said France's intervention in Mali was absolutely crucial, but also added that Mali needs a future without military dependence. Andreas Schwab, zurück zur Mittelmeerunion. Sie waren in Marseille letzte Woche. Es gab dort ein großes Treffen aller Präsidenten der Parlamente dieser Mitgliedstaaten. Was hat sich in der Stimmung denn tatsächlich geändert? Sie haben gesagt, es hat sich in der Tat nach dem Frühling, nach dem arabischen Frühling etwas geändert. Was eigentlich? Naja, zunächst mal eben, dass wir nicht nur neue Kolleginnen und Kollegen dort kennenlernen mussten und durften, sondern dass wir natürlich auch ein Verständnis für neu entstandene Strukturen aufbauen müssen,
Und das bedeutet, dass wir in vielen Fällen natürlich von vorne anfangen. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr aufgeschlossen, sehr interessiert an einer engeren Zusammenarbeit. Aber letztlich müssen wir natürlich in ganz, ganz vielen Ländern von vorne anfangen. Und das macht natürlich so eine Zusammenarbeit zwischen Parlamenten nicht einfacher. Und deswegen denke ich, dass wir viel Energie investieren müssen, um hier wieder in eine neue gemeinsame Zukunft zu starten. Viel Energie investieren, heißt es, es gibt eigentlich kaum noch Energie heute für diese Mittelmeerunion. Ich habe es am Anfang gesagt, es war eigentlich eher ein französisches Projekt, ein Nicolas Sarkozy-Projekt. Nicolas Sarkozy hat heute andere Probleme. Angela Merkel hat wahrscheinlich auch andere Probleme derzeit. Wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Geht es um Demokratie oder geht es um Wirtschaft? Also ich würde zunächst mal sagen, dass dies kein ausschließlich französisches Projekt war und ist und auch kein Projekt nur von Nicolas Sarkozy, sondern es ist eine Zukunftsfrage für die Europäische Union, ob es uns gelingt, am Mittelmeerraum, im Mittelmeerraum mit den Nachbarstaaten dort ein Klima, eine Atmosphäre zu schaffen, die demokratisch ist und die wirtschaftliches Wachstum zulässt, damit die Menschen dort, wo sie wohnen, dort, wo sie leben, langfristig eine Zukunft sehen. Weil was wir auf den Inseln um Italien häufig erleben, dass sich Menschen, die ihr gesamtes Vermögen irgendwelchen Banden gegeben haben, dann halsbrecherisch ins Meer werfen und häufig dort umkommen. Das kann nicht die Zukunft für das Mittelmeer sein. Und deswegen ist es eine europäische politische Aufgabe, die natürlich mit wirtschaftlichem Wachstum zusammenhängt, die mit vielen anderen Fragen zusammenhängt, aber die auf gar keinen Fall eine reine südeuropäische Frage ist. Gibt es aber auch europäische Ängste? Es sind inzwischen muslimische Staaten mit muslimischen Regierungen, die an der Macht sind. Was hat sich jetzt in der Ansicht, wie gehen Sie an die Sache ran? Die Kolleginnen und Kollegen aus den Mittelmeeranrainerstaaten sind natürlich jetzt durch diese direkt demokratischen Prozesse natürlich ganz anders in ihrer parlamentarischen Erfahrung, ganz anders in ihren Auffassungen über Prozeduren und Verfahren, die wir im Parlament kennen, eingestellt. Deswegen ist da ein langer Prozess jetzt gefordert, bei dem auch wir uns einbringen müssen, um zu erklären, warum wir uns in diesem Verfahren sicher fühlen, warum es richtig ist, im parlamentarischen Verfahren in aller Ruhe bestimmte Dinge dann auch zu beschließen. Wichtig ist aber vor allem, dass wir auch das Vertrauen erwerben. Und dazu müssen wir einfach unsere Kolleginnen und Kollegen besser kennenlernen. Deswegen glaube ich, dass wir da erst am Anfang eines Prozesses stehen, der jetzt vom Parlament, vom Europäischen Parlament wieder ins Rollen gebracht wurde. Diese ganze Gegend ist noch lange nicht befriedet. Beispiel Syrien. Wurde über Syrien besprochen? Ist das vielleicht auch Thema der nächsten Sitzung, der Sitzung im Europäischen Parlament? Wie geht's weiter? Also Syrien ist natürlich ein außerordentlich schwieriger Fall, gerade für die Menschen, die unter diesem Bürgerkrieg, der dort herrscht, leiden. Und es sind ja leider immer mehr, wie die jüngsten Zahlen gezeigt haben. Aber die Union für das Mittelmeer betrifft natürlich weite Teile, die weit über Syrien hinausgehen. Und wir haben in vielen, vielen Bereichen des Mittelmeers heute eine friedliche Ausgangslage. Wenn Sie Ägypten, Libyen, andere Länder, Tunesien und Marokko nehmen, die große Zahl dieser Länder dort hat sich nach dem arabischen Frühling friedlich entwickelt. Wir hoffen, dass dieser Prozess so weitergeht. Wir wollen Anreize setzen und ich finde, wir sollten den Prozess über die Mittelmeerunion nicht mit Syrien überladen. Das ist eine Frage, die für militärische Spezialisten zunächst mal vorgesehen ist. Ja, also sollen wir in Syrien intervenieren oder nicht? Klar ist, langfristig kann das Mittelmeer nur eine friedliche Entwicklung nehmen, wenn es in allen Bereichen friedlich wird. Und deswegen müssen wir die Zivilbevölkerung in Syrien wirklich auf den Fokus nehmen, weil langfristig auch in Syrien nur eine in den Randlagen Syriens zur Nachbarschaft mit den anderen Staaten eine Lösung gefunden werden kann, wenn in Syrien wieder Frieden einkehrt. Sie haben Libyen und Ägypten kurz angesprochen. Sie halten diese Länder also für befriedet. Es gibt doch eigentlich noch einige Probleme, auch demokratische Probleme. Absolut, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn Sie den Vergleich nehmen zwischen der Situation vor 2 Jahren und heute, dann hat sich die Situation außerordentlich positiv entwickelt. Positiver, als viele Auguren damals gesagt haben. Und deswegen haben wir alles Interesse daran, dass wir diese Prozesse konstruktiv und ein Stück weit auch mit finanziellem Engagement unterstützen. Letzte Frage, es soll zusammenbleiben. Maghreb-Staaten hätten eigentlich gerne einen Block aufgebaut, um Kontra zu bieten, ganz einfach. Sagen Sie offen, gegen die EU etwas anzubieten, damit Sie da nicht so einfach eingeschlossen werden. Ich glaube, langfristig bleibt das Mittelmeer der geografische Raum, den wir hier zusammenführen wollen, dessen gute Kontakte über das Meer hinweg wir nutzen wollen, im Interesse für die Maghreb-Staaten, im Interesse für alle anderen Anrainerstaaten. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, da unterschiedliche Gruppen jetzt zu gründen. Andreas Schwab, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Und nochmal alles Gute zum Geburtstag. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie bei uns. Gleich geht's weiter. Einen schönen guten Tag. Hallo.
Ein Ausweg aus der Krise, aber schnell, das versuchen die Staats- und Regierungschefs nun seit Jahren. Seit 2008 scheint Europa auf Sparflamme zu sein. Denn die Antwort damals war klar, jetzt ist mit den hohen Schulden und den Defiziten Schluss. So genau schien es keiner zu nehmen. 2011 wurde das europäische Semester und damit auch eine neue Ära der wirtschaftspolitischen Steuerung auf EU-Ebene eingeläutet. Ab sofort gab die EU-Kommission wirtschaftspolitische Empfehlungen, die jedes EU-Land in seiner nationalen Wirtschaft und Haushaltspolitik berücksichtigen musste. Bis Mitte April müssen nun die Mitgliedstaaten ihre mittelfristige Haushaltsstrategie verbindlich darlegen. In den nationalen Reformprogrammen müssen sie entsprechende Maßnahmen erläutern. Wir hätten jetzt mal wieder April und es ist mal wieder Zeit nachzuschauen, was das sogenannte europäische Semester eigentlich bringt. Und mein Gast heute, Sven Giegold, weiß das höchstwahrscheinlich. Genau, Sven Giegold, schönen guten Tag. Guten Tag. Bevor wir weitermachen, geht's wie immer erstmal um die eine Frage, eine Minute lang, ja oder nein. Sven Giegold, europäische Politiker scheinen durch den sogenannten Offshore-Leak diese Art von Steuerflucht neu zu entdecken. Wundern Sie das? Ja. Das wundert Sie, okay. Macht man da gerne ein Auge zu, auch in Deutschland, um die Industrie nicht zu stören? Ja. Sollten Journalisten, die über Steuerfluchtmethoden recherchieren, ihre Quellen dem Finanzamt bekannt geben, so wie es der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble eigentlich fordert? Eine Verpflichtung sollte es nicht geben, nein. Sollte nicht. Und glauben Sie, Wolfgang Schäuble hat damit eine Chance, irgendwie anzukommen? Das weiß ich nicht. Automatischer Informationsaustausch zwischen den Ländern und Abschaffung der Bankgeheimnisse wäre doch eigentlich die Lösung. Werden Sie das irgendwann schaffen, durchzukriegen? Ja. Ja, wir haben es gehört, also Sie kommen mal zurück, wenn das tatsächlich passiert ist. Sollten Banken absolut durchsichtig sein, wie in Amerika? Ja. Die USA machen das auf jeden Fall. Mhm. Von Zypern hört man gerade nicht mehr viel. Waren Sie für diese hohe Steuer auf? Nein, um Gottes Willen. Waren Sie nicht. Wir haben in Belgien recherchiert, wie ein Land so mit diesem europäischen Semester umgeht. Und es ist in der Tat nicht einfach. Es scheint ein Hin und Her zu sein zwischen der Regierung und die Europäische Kommission. Eigentlich Olli Rehn, der zuständige EU-Kommissar. Was wir da auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass Ihre Kollegen vom belgischen Parlament da relativ wenig zu sagen haben. Aber schauen wir es uns kurz mal an, Ihr Kommentar danach. Ein Bericht von Arne Mars 2013, le gouvernement belge est sous tension maximale. Le pays doit économiser plus de 2 milliards d'euros pour répondre aux exigences budgétaires de l'Union européenne. Respect du plafond d'endettement, recommandations sur la politique économique. Les ministres belges sont assaillis par la presse nationale et européenne. Est-ce que votre rencontre avec Olli Rehn lundi dernier va influencer ce que vous allez négocier maintenant? Ah, elle est déterminante. C'est ce qui nous a conduit à renforcer encore les efforts que nous faisons sur le plan structurel. 1% du produit intérieur brut d'efforts structurels, c'est assez exceptionnel pour la Belgique. Mais ça découle du contact avec le commissaire européen. Depuis 2011, les États membres partagent plus étroitement leur souveraineté budgétaire avec l'Union européenne via ce qu'on appelle le semestre européen. En janvier, la Commission européenne fixe la trajectoire économique des 27 qui, eux, l'approuvent formellement en juin. Un des acteurs de première ligne de ce semestre sont les représentations permanentes auprès de l'Union. Nous essayons de défendre nos intérêts, nous essayons de bien expliquer notre situation spécifique en Belgique puisque nous avons des spécificités dans les différents domaines que couvre le semestre européen. Dans ce va-et-vient entre les institutions européennes et les gouvernements nationaux, ce sont les parlements qui sont les grands exclus. Ces élus belges de l'opposition déplorent le déficit démocratique dans ce semestre européen. Ils ne sont qu'informés dans le processus. Il y a un dialogue qui se poursuit avec la Commission et le gouvernement et le Parlement qui est pourtant responsable du budget, mais complètement de côté. Le Premier ministre ne vient pas nous expliquer avant ou après les sommets ce qui va se dire, ce qui s'est passé. Est-ce que vous considérez alors comme des simples presse-boutons en tant que parlementaire pour dire « Ok, le gouvernement a décidé, nous... » Mais je n'aime pas qu'on dise que le parlementaire est seulement un presse-bouton, même si parfois certains fonctionnent comme cela. Mais je continue à croire à la nécessité et à la capacité de mobilisation des parlementaires et des parlements nationaux. Tous ensemble,
Mi-mars 2013, les travailleurs manifestaient contre l'austérité imposée aux citoyens. À aucun moment, les partenaires sociaux ne sont consultés lors du semestre européen, contrairement lors de l'élaboration du budget national. Il est clair que les instances européennes ont fait un choix de société qui est un choix rétrograde au niveau social. Si les États membres ne respectent pas les objectifs du semestre européen, ils peuvent être soumis à des sanctions financières, semestre qui est né de la crise de l'euro et de la faille d'une union monétaire sans union économique. Sven Giegold, mit diesem europäischen Semester hieß es, wird alles tatsächlich in Ordnung kommen, zumindest die großen Schuldenberge und Defizite der Regierung bzw. der Länder werden in Schach gehalten. Funktioniert das tatsächlich? Ist das die Lösung für Sie oder nicht? Also, ob es wirklich funktioniert, ist ehrlich gesagt zu früh zu sagen. Wir sind jetzt das zweite Mal in einem vollen Zyklus. Die Auswertung, ob die Mitgliedsländer ihre Hausaufgaben gemacht haben oder nicht, wird gerade von der Kommission gemacht. Und erst wenn man das gegeneinander stellen kann, kann man wirklich sagen, ob es funktioniert oder nicht. Die Frage ist, haben die Mitgliedsländer die Politikempfehlung, die sie ja selber mit beschlossen haben, ist ja nicht so, dass Brüssel oder Olli Rehn das bestimmt, sondern der Rat beschließt das, das Parlament nimmt dazu Stellung und haben dann die Mitgliedsländer das wirklich umgesetzt oder nicht. Und das wirklich zu sagen, ist zu früh. Heute heißt es immer strukturell. Strukturell scheint irgendwie das wunderbare Wort zu sein. Das, was geändert werden muss, da wo man sagen muss, wir sparen, muss auch in der Zukunft auch auf Sparkurs sein. Wie soll das tatsächlich auf Dauer weitergehen? Also zunächst mal hat das hier im Haushaltskontext eine ganz spezifische Bedeutung. Und das bedeutet, das Wort strukturell heißt, dass man nicht mehr auf die jährliche Defizitzahl guckt oder Überschusszahl des Staatshaushaltes, sondern darüber, wie das im Konjunkturverlauf verläuft. Und die Vorgaben orientieren sich nicht mehr nur daran, habe ich -3 erreicht oder nicht, sondern habe ich langfristig meinen Haushalt in Schach gebracht. Und ich muss jedes Jahr eine bestimmte strukturelle Korrektur bringen, unabhängig davon, ob die Konjunktur gerade gut oder schlecht ist. Das ist vom Prinzip auch der richtige Ansatz. Können Sie uns das kurz nochmal erläutern? Was muss eigentlich erreicht werden? Was sind die genauen? Das ist eben bei jedem Land spezifisch. Und deshalb ist die mediale Berichterstattung auch so verwirrt um dieses Thema. Nehmen wir das Beispiel Frankreich. Frankreich hatte eine Verpflichtung, jedes Jahr 1% strukturell des Bruttoinlandsprodukts sein Defizit zu reduzieren. Jetzt war die Konjunktur unglaublich schlecht. Letztes Jahr, dieses Jahr auch. Das Ergebnis ist, Frankreich ist wieder über die -3% gerutscht. Riesiger Aufschrei, was kaum jemand beachtet hat. Die 1% strukturelle Verbesserung hat Frankreich erreicht. Frankreich hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Konjunktur ist so schlecht, was zeigt, dass die Wirtschaftspolitik insgesamt in Europa und auch in Frankreich nicht gut ist. Aber die Budgethausaufgaben hat Frankreich gemacht. Es wird aber kaum beachtet. Man muss für jedes einzelne Land auf die strukturelle Verbesserung und Verschlechterung gucken. Eines könnte eigentlich tatsächlich schockieren. Das ist die Demokratie in diesem ganzen Prozess. Man hat gesehen, die Parlamentarier selbst sagen, wir haben damit relativ wenig zu tun. Keiner fragt uns. Monsieur De Rupo, der belgische Premier, macht eigentlich sein Ding, bespricht das mit Olli Rehn, wie Sie es gerade gesagt haben. Aber was machen Sie eigentlich? Und was im Europaparlament wird eigentlich inzwischen keiner mehr gefragt? Also Moment mal, das ist nicht ganz richtig. Fürs Semester insgesamt berichtet das Europaparlament seine Stellungnahme zu dem Gesamtverlauf. Das werden wir auch dieses Jahr wieder machen. Und die Punkte, die wir dort eingebracht haben, sind zum Teil von der Kommission aufgenommen worden, zum Teil nicht. Auch das muss man sehr genau bewerten. Die nationalen Parlamentarier sind einmal im Jahr eingeladen zu einem großen gesamteuropäischen Treffen. Das ist auch ein wichtiger Fortschritt. Die meisten übrigens, bis auf mein grüner Kollege, die da abgebildet waren, waren nicht hier, als wir hier die Veranstaltung hatten, die Sie da gefragt haben. Und im Übrigen ist es so, dass die nationalen Parlamente eingebunden werden müssen. Das steht auch explizit drin. Und im Bundestag läuft das inzwischen auch. Leider wird der Prozess nicht so ernst genommen überall, wie es nötig ist. Aber da müssen wir hin, dass die nationalen Parlamente, bevor die nationalen Regierungen mit der Kommission reden, ihre Vorgaben machen und sich diesen Prozess selbst aneignen. Letzte Frage. Ist es für viele Länder nicht eigentlich schon viel zu spät mit diesem europäischen Semester? Beispiel Italien, Spanien, Zypern, Griechenland. Es ist eigentlich schon vorbei. Nein, also
ernstmal, die Wirtschaftsgeschichte lehrt ja eins, nicht? Nach jede Krise geht irgendwann auch vorbei. Nur das Schlimme ist, die Krise ist unheimlich schmerzhaft in diesen Staaten. Und dagegen hilft nicht das europäische Semester, sondern dagegen hilft auch kurzfristig orientierte Politik, mit der wir die strukturellen Reformen ergänzen müssen. Und diese kurzfristigen Hilfen, die gibt es derzeit nicht. Wir halten die Länder so gerade von der Pleite ab. Aber etwas für die Jugendlichen da, für die Wirtschaftsentwicklung gibt es nicht. Und das müsste man ändern, zusätzlich zu den notwendigen Strukturreformen. Wie? Naja, zum Beispiel mit einer Art europäischen Marshallplan, mit dem wir eben investieren in die Zukunftsindustrien dieser Länder und dafür sorgen, dass dort wieder produziert wird und Beschäftigung entsteht. Dann schauen wir, ob das tatsächlich die Lösung ist. Sven Giegold, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder nächste Woche, beziehungsweise nächste Woche ist mein Kollege Christoph Garasch in Straßburg für Sie da. Tschüss.